do every night is think about you. All I do every night is think of you. Are we lost? Or is this love that I'm feeling? Your burning touch is something that keeps on healing. So, weil einige Impressionen habt ihr nun gesehen, jetzt werden wir uns mal darum kümmern, Frühling von März bis Mai, nämlich er startet mit den wunderbaren Krokussen, großblumige Hybriden wie die violetten, weißen oder gelben, Crocus vernus, Crocus flavus, Crocus minimus, die verschiedenen Arten und Sorten, die ab März schon ihre Blüten öffnen. Weiter geht es dann mit einem weiteren goldgelben Star im Vorfrühling, nämlich dem Winterling, Erantis hyemalis, der oft schon durch die erste Schneedecke hindurch guckt. Als nächstes die Taurus Zwiebeliris, Iris Danfordae, und die Netzblattiris, Iris reticulata. Im März ist Chionodoxa, der Schneeglanz und die Forsythia an der Reihe, und zeitgleich werden die Rosen geschnitten. Buschkinia, die Scheinskiller. Besondere Blütengehölze wie der Blumenhartriegel, Magnolien zieren ebenfalls die Gartengebilde. Die Schachbrettblume, Fritillarium elegaris, botanische Tulpen wie die Tulipa Little Beauty hier. Narzissen und Hyazinthen und Tulpen in all ihrer Variation. Und natürlich die wunderbaren Windbuschröschen, Anemone blanda in Violett und wunderbarem Weiß. Dufte Hyazinthen und natürlich das Feuerwerk der Narzissen.